Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Oh shit. Oh shit. Erstmal in der Gruppe bleiben hier. Die Abfahrt. Dann müssen wir die halt mitnehmen. Warte mal. Vor uns ist einer. 35 Sekunden. Wir sind in einer Vierergruppe. Nach hinten ist genug Platz. Dann können wir es gleich so machen, weil jetzt geht es wirklich straight runter. Da machen wir den hier noch. Und dann dürfte man eigentlich gleich mit den ersten werden wir nicht mehr kriegen, glaube ich. Aber rein theoretisch auf den zweiten Platz dürften wir wieder reinkommen. Ne, den ersten sehe ich gar nicht. 2,8 Kilometer noch. 37 Sekunden hat der vorne Vorsprung. Das dürfte eigentlich nicht so dramatisch sein. The riders are now into the descent towards the finishing line. Wäre halt schön, wenn ich mir noch ein bisschen mich absetzen könnte von den anderen Dudes. In the end, he found the resources to get this win. Hier kommt mir gerade immer entgegen. Ja, lol. Okay, das dürfte vielleicht wieder gute Zeitgutschrift gegeben haben. Mal schauen. Ist gut aufgegangen, meine Taktik. Hätte vielleicht ein kleines Mühe später zünden können, aber passt schon. Die letzten sind jetzt erst am Berg oben. Simon Yates Vierter. Ha, Lusche. And here are a few of the key moments. Tolle Key Moments. Ach, das ist hier noch Nummer 1, Kollege. Sehe ich mich irgendwo hinten dann schon mal ins Bild kommen? Also wirklich. Ah, dort. So, jetzt bin ich Gesamtwertung gespannt. Lopez Miguel Angel. Mal gucken, wie der in der Gesamtwertung ist. Ah, der ist da. Okay. Das hat mir halt nicht viel gebracht. Die haben alle als selbe Zeit. Natürlich. Schön. Naja. Easy. Fünfter Gesamtwertung gut, sehr gut. Und das perfekt. Kriegt man ja bald schon das nächste Level ab. Tja, auf der Etappe werde ich, glaube ich, nicht viel reisen können. Es ist nicht steil genug, um hier den gleichen Trick nochmal anzuwenden, dass wir da unter einfach nur noch Druck machen. Glaube ich zumindest, also da werden wir schon noch ein bisschen Energie brauchen. Ich glaube, da könnte ich mich wirklich damit zufrieden geben, mit dem, was ich habe. Wissen wir, dass ich bei so einem HC schon mal ein Wertungstrikot gewonnen habe. Und die Sprintwertung, die wird mir ja kaum noch jemand nehmen können, denke ich mal. Oh, 25 Punkte, okay. Ah, könnte vielleicht der Sieger doch mal. Hello to one and all. The race has cobbled sections that are renowned for testing both bikes and their riders. You've got to know what you're doing. Müssten wir halt doch versuchen, beim Sprint mal ein bisschen was zu reißen. Aber was anderes wird ja nicht mehr werden, glaube ich.
vorsichtshalber auf 85 hoch, wenn jetzt hier wieder was passiert, was mir nicht so gefällt. Aber die eine Minute, ich glaube nicht, dass ich die zum gelben Trikot gut machen kann. Alter, 20 Leute doch vorne in der Gruppe. Oh, die haben wir schon ein. Oh, ich glaube, die 85 war ein bisschen hoch. Der verpulvert hier viel zu viel Energie in der Runde. Beim vorne rumgurken. Attack from a rider. Was passiert hier? Warum ist der schon wieder so weit zurückgefallen? Na, dann müssen wir halt sehen, dass wir jetzt nochmal wieder vorne reinkommen. Wir sind an der Gruppe wieder dran. Der nächste Berg, der dürfte ja eigentlich gut gemacht sein für uns. Da können wir. Oh, siehst du, wir sind da schon wieder vorne. Diese Sprünge manchmal. So, jetzt können wir wieder chillen. Die machen hier ein Tempo, die Leute. Gedacht, dass das noch mal so eine räudige Angelegenheit wird hier bei dem Betrieb, den die hier teilweise machen. Und irgendwie die Abfahrten gefallen mir. Spielt es uns ja immer ganz weit vor. Das heißt, wir könnten vielleicht wirklich ja nochmal am letzten Anstieg gucken, dass wir da nochmal was gebacken kriegen. Oh, was ist denn das teilweise für ein Grafikfehler hier? Ey Leute, ja, jetzt hier den Berg hoch ist. Ich verstehe euch, ne? Könnte ich die Etappen davor gewinnen? Machen mich doch hier am Berg komplett nass. Aber ich kann mich trösten. Mein komplettes Team hat irgendwie zu tun. Okay, ich versuch's. Geh jetzt mal mit einer geschmeidigen 82 hier den Berg hoch. Gleich. Mal schauen, wie wir dann oben ankommen. Wenn ich dann oben vielleicht bei den Energieriegel knallen. Kilometer sind noch, naja, das waren dann 10 Kilometer. This climb features some dreadful percentages. Ich glaube, ich muss halt noch mal im Hausflur ein Stockwerk weiter unten mal einen Besuch abstatten gehen. Das ist nicht mehr normal, ey. Es knallt den Shepard schon wieder. There are just 15 kilometers left. Könnte ein bisschen enger werden. Dann machen wir das mal so. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir noch ein bisschen gechillt hier hochgehen. Noch ein bisschen Energie zurückgewinnen.
Und da war ich heute, weil es mir schon wieder auf den Sack ging, dass da irgendwelche Idioten denken, die müssten hier sich aufhören wie die Axt im Walde. Da war ich schon mal unten klingeln, wo ich dachte, das ist. Attack! It's a good moment to show the team colors! Ja, es kommt mal wieder aus der Etage unter mir genau. Aber dort hat eine Frau aufgemacht und ich glaube nicht, dass die in der Lage ist, Möbel zu rücken, wie blöde. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Und die hat gesagt, neben der in der Wohnung, dort würden halt zwei Kerle wohnen. Und bei denen wird es halt immer übelst laut werden. Also es kann halt nicht sein, dass das Samstag früh um 7 schon scheppert, dass du nicht mehr pennen kannst. Unter der Woche ging es teilweise schon vor 6 los. Und das hört sich dann nur teilweise so an, als ob dort irgendjemand Möbel rückt. Und wie gesagt, das traue ich dann der einen Frau, die da aufgemacht hat, traue ich das nicht zu. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. There we go. The sprint is on. The riders are setting themselves up. Oh, wir sind zu zeitig angefangen. Aber a egal. Great victory. He didn't overextend himself. He was certainly the smartest today. We're waiting for the back markers, who appear to be fairly numerous in this difficult race. Das waren die gleichen Kandidaten, die vorne in der Gesamtwertung sind. Scheiße. Könnte es vielleicht sogar sein, dass die Sprintwertung jetzt weg ist. Shit. Ich weiß nicht, wer das in der Sprintwertung war. Wer dort so knapp hinter mir war. And here are the key moments of the race. Ja, da. Nice. Wow, geil. Ladungstrikot. Naja. Naja. Ja. Aber das Team, das reißt ordentlich ab. Oh, 2 Punkte plus noch. Dieses Batman. Die hätten sie mir auch geben können. Eigentlich beim nächsten Rennen, wenn ich es nicht komplett verkacke, dürften eigentlich die 2 XP dann ohne drinne sein. Ist halt ohne, was die dort machen. Es ist so ein undefinierbares Knallen und Rumpeln. Unklar, ich verstehe es nicht. Mir würde irgendwann die Energie fehlen. Es geht wirklich von früh bis spät. Hast du immer wieder so Perioden, wo es knallt und scheppert. Das, wenn die irgendwelche Möbel rücken oder irgendwas anderes machen, die müssen doch irgendwann mal zufrieden sein, wie die Möbel stehen. Und dann hörst du teilweise übelstes Trampeln, als ob dort ein gehbehinderter Elefant durch die Wohnung rodet. Oh. Okay. Okay. Hier brauche ich definitiv einen positive Tagesform. Jetzt beim Straßen, also beim Zeitfahren. Da kann ich nämlich gleich sagen, hier, Leute, ich bin Nummer 1 im Team. Die anderen haben ja zuzuarbeiten.